Dann. So, ihr seid bei Alles außer Blumen. Ich bin Martin. Und ich bin Niklas. Und wir können uns keine Bauchbinden leisten. Deswegen aufgemalte Zettel. Genau, wir sind im zweiten, neben dritten deutschen Internet beim MDR. Und zwar bei MDR Sachsen-Anhalt. Wir berichten jetzt die nächsten 3 Wochen, ja, jeden Abend von der Buga. Und zwar eben alles, was nicht wächst. Genau, alles, was so ein bisschen abseitig von der Buga stattfindet. Der MDR ist mit einem Hausboot auf der Havel unterwegs. Zurzeit Station in Brandenburg. Da werden wir 3 Tage liegen. Und dann geht es flussabwärts Richtung Havelberg. Genau, und heute war ja der erste Tag. Wir sind so ein bisschen, wir mussten auch erstmal so ein bisschen reinkommen und uns so ein bisschen reinfühlen. Und wir haben gemerkt, heute ist noch gar nicht so viel los, ne? Eher eine gemächliche Gangart. Aber sehr viele professionelle Hobbyfotografen. Auf jeden Fall wurde alles aufgenommen. Es wurden nicht nur Tulpen und Blumen aufgenommen, es wurden tulpenähnliche oder blumenähnliche Gebilde aufgenommen. Es wurden Dinge aufgenommen, die so aussehen wie Blumen, aber in die Luft gehen. Der Skyliner von Brandenburg. Manche Leute hatten auch überhaupt nichts zu tun. Ja, die haben einfach ein bisschen gechillt. War das der RBB? Ich glaube, das war der RBB. Ja, das war der erste Tag in Brandenburg. Ist wirklich schön hier, auch wenn noch nicht so viel los ist. Es wird ja noch. Wir sind noch bis Mittwoch hier und dann legen wir ab. Und dann werden wir wieder berichten.